Willkommen zurück hier im TSW 4 vom Vectron von der Baureihe 1293 auf unserer Fahrt mit dem Intercity. Es ist mittlerweile ein bisschen neblig geworden. Hier in Teil 2 des Videos werden wir also mit schlechteren Sichtverhältnissen zu kämpfen haben. Wir stehen hier noch im Bahnhof. Und zwar im Bahnhof von Dornbirn. Machen die Türen jetzt zu. Türen sind zu, hervorragend. Wir lösen die Bremsen. Signal zeigt Fahrt. Wir können es mittlerweile sehr schlecht erkennen. Und wir schalten Leistung auf. Auf geht's. Allons-y. Da kommt uns was entgegen. Eine 143, was auch immer die hier macht in Österreich. Mit Güterwagen an uns vorbeigerauscht. Und wir dürfen 120 fahren. Wir haben übrigens ein Zugleckenmesser, ne? Den können wir auch aktivieren. Bringt uns aber jetzt gerade nichts, deshalb lassen wir es auch sein. Nächster Halt ist an Feldkirch in 22 Kilometern. Also hier unten. Ab hier dürfen wir nur noch 110 fahren. Haben wir jetzt mal eingestellt. Und fahren weiter. Durch die Alpen. Natürlich haben wir die God Mode hier und könnten uns die Nebeldichte ein bisschen runterstellen. Aber das können wir in der Realität ja eigentlich auch nicht. Haben heute mit diesen unglaublich schlechten Sichtverhältnissen zu kämpfen. So, 140. Bestätigen wir ungefähr hier an dem Vorsignal, dann sind wir vermutlich mit dem Zug durch. So, und können jetzt beschleunigen. Was macht der? Der ist am Handy. Ich meine, das ist die Höchstgeschwindigkeit jetzt hier auch auf dem Streckenabschnitt. 140. Mal runter auf 130 wieder. Machen wir mit der E-Bremse. Ja, wir können uns vielleicht die Nebeldichte ein bisschen runterstellen, oder? Damit wir wenigstens etwas mehr sehen. Machen wir draußen eine 0,01. So. Jetzt haben wir zwar immer noch genug Nebel, aber wir können etwas mehr sehen von der Landschaft. Ich möchte euch auch immer die Strecke ganz gerne zeigen. Hier noch ein Arbeiter.
Das sieht unglaublich schön aus, wie der Nebel da sich auf die Felder legt. Wisst ihr, was mich ein bisschen stört am Vectron? Dass hier vorne keine Fenster sind, sondern die Fenster halt hier erst an den Türen sind. Ja, also wenn ich hier rechts rausgucke, dann sehe ich keine Fenster. Das hier ist, glaube ich, eine Kamera in Realität, dieses Ding hier. Können wir aber so nicht benutzen. Also im TSW nicht. Wisst ihr, was wir noch nicht gemacht haben? Wir sind die 193 noch nicht im LZB-Betrieb gefahren. Das müssten wir mal machen, vielleicht auf München-Augsburg. Irgendwie als Intercity oder im Güterverkehr oder so. Ah, 160 dürfen wir sogar fahren. Dann machen wir das auch mal. So. Ach, wisst ihr was natürlich vollkommen falsch ist? Wir sind die ganze Zeit hier in der falschen Ländereinstellung unterwegs. So, Panto ist unten. Wir müssen natürlich hier auf Österreich umstellen. Haben wir ja gar nicht gemacht. Hat keiner gesehen, hoffentlich. So, Panto heben. Wir haben und Hauptschalter rein. So, jetzt. Das geht natürlich gar nicht. Hier gelten kurz 150, aber das stört uns nicht, weil wir eh viel langsamer sind gerade. Und gleich gelten wieder 160 hinter der Kurve. Da, ab hier. So, einmal hoch auf unsere Höchstgeschwindigkeit. Für heute. Schneller dürfen wir natürlich gar nicht fahren ohne LZB. Und da kommt uns ein Talent entgegen. Doppeltraktion. 150. Ich finde es mal ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, in Österreich, dass solche kleineren Geschwindigkeitsänderungen von 10 bis 20 km/h nicht vorangekündigt werden. Also da muss man halt Streckenkenntnis haben oder einfach sehr, sehr gute Augen. Und ich habe weder das eine noch das andere, also. Herrlich. Auch tolles Soundkulisse, Intercity-Wagen haben echt einen tollen Sound. So, bis Feldkirch sind es noch 6 Kilometer.
So, 140. Habe ich auch mal wieder nicht gesehen. Eigentlich können wir auch das Ebola-Display hier einfach ausschalten. Und wir haben halt zu erwarten. Stahl runter auf unter 85, bevor eine Zwangsbremsung kommt. Und da vorne ist das Hauptsignal, das uns böserweise Halt zeigt. So, hauen wir einmal die E-Bremse komplett rein. Die wirkt natürlich in diesen unteren Geschwindigkeitsbereichen nicht mehr allzu stark. So, wir sind ein bisschen sehr schnell. Ja. 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 Okay, das war knapp. Sehr knapp. Ich glaube, das würde man in Realität vielleicht etwas weniger knapp machen. So, Signal zeigt Halt. Pourquoi? Da ist ein Zug vor uns, ein Güterzug. Na toll. Aber der müsste gleich sein Signal passieren, dann dürfen wir jetzt gleich auch schon weiter. Ah, nicht aufs Signal zurollen. So, jetzt dürfen wir fahren. Und zwar mit Halt zu erwarten. Zugbeeinflussung. 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 Ja. Ist okay. So, das hier ist ein Vorsignalwiederholer. Den müssen wir aber, glaube ich, nur bestätigen, wenn der gelb umrandet ist. Und da der hier nicht gelb umrandet ist, sofern ich das richtig sehe, müssen wir den auch nicht bestätigen. Oder? Aber ich mach's trotzdem mal. Schauen wir mal. Ich glaube, das hätten wir tatsächlich nicht mal. Ah, oh Gott. Ja. Da ist vollkommen vergessen, dass da ja ein haltzeigendes Signal voraus ist. Okay, nicht mehr. Bestätigen wir natürlich. Hier 110. So, da sind schon wieder Signale. Unser Signal
ist auf weiß geschaltet. Ankündigung auf 90. Jetzt gut die Signale hier im Blick behalten. Und dann sind wir gleich auch schon in Feldkirch. Ich denke mal, das Hauptsignal wird am Ende des Bahnsteigs stehen. Ah, das Signal zeigt sogar Fahrt. Sehr gut. So, wir müssen aber trotzdem anhalten. Aufgrund eines Personenhalts. Hätten natürlich weiter vorfahren müssen. Aber unser ganzer Zug ist am Bahnsteig. So, Leute gehen rein und raus. Super. Unser Vectron hat die Zulassung für Deutschland, Belgien, Polen, Tschechien, Niederlande, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Kroatien, Bulgarien und ich glaube das letzte ist Serbien. Schauen wir mal, ob wir eine Beeinflussung haben. Setzt sich dahin. Nö, keine Beeinflussung. Dann können wir mit 90 ausfahren. Sehr schön alpin hier. Mal in den Tunnel rein. Fahrplanlöcher an. Ja, wobei können wir auch ausmachen. Das ist ganz angenehm so. So, wir dürfen 110 fahren. Und ab hier 140. Können wir auch direkt schon mal einstellen. Und ja,
brauchen wir gar nicht einstellen und bestätigen. Wir haben langsam Fahrt zu erwarten, nämlich mit 60. So, 60 sind erreicht. Stellen wir uns in der AFB ein und fahren weiter. So, weiterhin 60 zu erwarten. Vermutlich wechseln wir jetzt hier das Gleis. Ach, hier fahren wir geradeaus. Gut, das liegt wohl an der Kurve hier. Der Kurvenradius war wohl so eng, dass höhere Geschwindigkeiten da einfach nicht zugelassen werden können. So, freie Fahrt. PZB hat sich auch schon wieder beruhigt. Hier noch mit 60 drüber. Und sobald wir über die Weiche, beziehungsweise den Weichenbereich verlassen haben, können wir dann sicherlich wieder auf Streckenhöchstgeschwindigkeit beschleunigen. Also ab hier vorne. Kann auch den Zuglenkmesser dafür aktivieren. Sehen wir jetzt hier unten links, der läuft jetzt runter. Können schon mal die 140 einstellen. Und sobald wir das Miepen hören, bestätigen wir und beschleunigen dann jetzt. Was ich etwas komisch finde, aber ein Fix soll dafür noch kommen, ist, dass ja hier die Oberleitung ist hier mittlerweile ein bisschen dicker geworden, damit sie etwas besser sichtbar ist. Interessanterweise sind halt diese Oberleitungskabel dicker geworden, aber andere Kabel, die zur Infrastruktur gehören, nicht. Die sind weiterhin so dünn und das sieht so ein bisschen doof aus. Aber das sollte, glaube ich, gar nicht so sein, sondern das wird wohl noch irgendwann gefixt. So, nicht mehr weit. 9 Kilometer, 12 Kilometer noch, dann sind wir in Bludenz.
Ja, hoffen wir mal, dass wir bis dahin jetzt nicht noch weiter mit der PZB uns rumquälen müssen, sondern jetzt einfach mal ein bisschen durchfahren können. Und das wäre natürlich wünschenswert. Ja, auch einfach mal schön für ein paar Sekunden die Szenerie zu genießen, ohne dass ich groß was dazu sage. Hauptschalter raus. Und Hauptschalter wieder rein. Hauptschalter ist drin. So. Einmal durch die neutrale Zone, durch die Trennstelle durch. Und bis Bludenz ist es auch nicht mehr weit. Die letzten 5 Kilometer und dann sind wir angekommen. So, Signal zeigt Fahrt, das dahinter scheint auch komplett grün zu sein. Ja. So, das scheint ja Weiterfahrt mit 60 anzukündigen. Also es scheint es nicht nur, das tut es auch. Aber runter unter die 85. Jawohl. Und wir lösen die E-Bremse ebenfalls aus und sind bei 60 angekommen. AFP einmal eingestellt auf 60. Und ab da gelten zwar noch nicht die 60, aber dann wird uns ein Halt angekündigt. Das wird aber auch das haltzeigende Signal dann am Ende des Bahnsteigs in Bludenz sein. Ja, definitiv. Wir bestätigen natürlich.
Und hinter dieser Kurve, in einem Kilometer, erstreckt sich schon der Bahnsteig da hinten. Hier noch ein paar Container. Also hier sieht man das, was ich vorhin meinte mit den dickeren Kabeln. Ja, seht ihr hier? Das sieht auch sehr schön aus. Aber hier die Kabeln, die praktisch hier horizontal verlaufen, die sind immer noch dünn. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Die müssten auch in der gleichen Dicke sein. Aber das soll wohl dann noch hoffentlich kommen irgendwann. Ja, unsere Bilanz ist, naja, immerhin über 320 Kilowattstunden wieder zurückgespeist. Und wir halten an. So. Türen auf. Und damit verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.